Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny Beutezug Video von mir, dieses Mal über Ladung. Eliminiere 20 mal 2 Gegner gleichzeitig mit einem Fusionsgewehr. Auch hier gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Da arbeitet man wieder mittels Speicherpunkt. Man fliegt zum Mond, erste Mission, Stufe 9. Wie das mit dem Speicherpunkt funktioniert, erkläre ich in dem Video, das in der Beschreibung drin ist, das Einführungsvideo zu den Beutezügen. Ich werfe hier direkt kurz einen Cut rein, dann muss man nicht so lange warten. So, dann werden wir hier wieder mittels Speicherpunkt, wie schon in zig Videos, was zu den Beutezügen ist. An der Stelle kann man das hier kombinieren mit so vielen Dingen. Kopfschuss, Beutezug, Char, Major und Ultra Beutezug, Char von hinten töten, Beutezug von Iris. Da gibt es extrem viele Kombinationsmöglichkeiten, weil viele hier stattfinden, weil das eine super Stelle ist. Die Cutscene, die überspringen wir kurz mit einem Cut, den ich jetzt mache. Sie darf uns nicht trennen. Tja, und jetzt haben wir einfach das Fusionsgewehr. Spielt gar keine Rolle, was für ein Fusionsgewehr ist. Irgendeines mitnehmen. Und man sieht direkt, oh, die Char kommt da. Und zack, Nummer 1 schon mal gemacht. Nummer 2 schon mal gemacht. Und das macht man eigentlich die ganze Zeit, bis man die Mission abgeschlossen hat. Man sieht, es ist furchtbar einfach, vor allem wenn man dann noch ein richtig schön starkes Fusionsgewehr hat, das auch auf Distanz gut ist. So wie die Läuterung jetzt hier. Jetzt zeige ich noch kurz, jetzt kommen natürlich nicht genug Gegner, das sind nicht 20, also beziehungsweise 40 Gegner, die man dann sauber so töten kann, sondern man muss dann halt effektiv auch ein bisschen mit Sterben und Neuspawn arbeiten, das zeige ich auch gleich. So, ich bringe mich jetzt selbst um. Nein, noch nicht ganz. Sehr schön. So, wenn man den Ritter, der da im Hintergrund steht, nicht tötet und man stirbt, dann spawnt man nochmal vor dem Tor und kann das Ganze nochmal machen. Das kann man beliebig oft wiederholen, um all die Gegner zu töten und die Mission schlussendlich abzuschließen. Ein kleiner Trick, wenn man jetzt aus Versehen den Ritter töten würde, dann könnte man einfach in den Orbit nochmal neu anfliegen und man hätte das Ganze schon. Ihr habt jetzt gesehen, das ging unglaublich schnell. Ich musste da nicht mal einen Cutscene reinmachen. Hatte das direkt schon beim zweiten Mal abgeschlossen. Also das heißt, die Stelle ist super geeignet, um Überladung zu machen. Und man kann es direkt kombinieren mit noch ganz vielen anderen Beutezügen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, die Beutezüge dann zu machen und bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.